Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich präsentiere heute mal wieder ein Vergleichsvideo, aber wirklich ein ganz besonderes. Ich möchte hier heute den weißen Schweizer Schäferhund gegen den deutschen Schäferhund ins Rennen werfen. Ich wurde in letzter Zeit des Öfteren von Besitzern weißer Schweizer Schäferhunde kontaktiert, gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal ein Video über diesen schönen Hund zu bringen. Ich antwortete diesen Leuten, dass es deswegen bis jetzt noch nicht der Fall war, weil für mich die Unterschiede zum deutschen Schäferhund derartig gering sind, dass das eigentlich für mich derselbe Hund, nur mit einer anderen Farbe und immer geraden Rücken ist. Ist so, ist meine Meinung. Auf das gehe ich detailliert dann im Laufe des Videos ein. Kurz mal zur Geschichte dieser beiden Hunde für Leute, die dann nicht so fest im Sattel sitzen. Sowohl der weiße Schweizer Schäferhund als auch der deutsche Schäferhund haben einen Nenner. Einen Ursprung. Der Urvater des modernen deutschen Schäferhundes, Rittmeister Max von Stepanitz, besaß selbst weiße Schäferhunde. Also das ist keine Genmutation, es gab schon immer weiße Hunde in Würfen farbiger Schäferhunde. War so. Und dieser Rittmeister Max von Stepanitz machte zwar niemals einen Hehl daraus, dass er nicht so viel von einfarbigen Hunden hält, das kann man nachlesen. Dennoch hatte er ein striktes Leitmotiv, das er des Öfteren von sich gegeben hat. Ich möchte Ihnen das mal vorlesen. Kein guter Hund kann eine schlechte Farbe haben. Die Farbe hat keinen Einfluss auf die Gebrauchstüchtigkeit des Hundes. Gebrauchstüchtigkeit ist das einzige Kriterium für Schönheit. Das war das Leitmotiv von Rittmeister Max von Stepanitz und dennoch ließ er sich 1933 dazu überreden, die weißen Schäferhunde aus der Zucht auszuschließen. Wegen was auch immer. Das waren die Viren vor dem Zweiten Weltkrieg und da treten alle etwas am Rad. Doch weder die US-Amerikaner noch die Kanadier ließen sich davon beeinflussen und züchteten munter weiter mit den weißen deutschen Schäferhunden, die auch noch lange Zeit deutsche Schäferhunde hießen. Also vor 90 Jahren haben sich diese beiden Brüder mehr oder weniger auseinandergelebt, wurden aber in der Zwischenzeit durch keine andere Rasse beeinflusst. Das ist nach wie vor derselbe Hund, nur in anderer Farbe, mit etwas gesünderer Anatomie. Man sagt ihm auch anderes Wesen nach, doch auch dazu etwas später. Ja, es kam dann Ende der 60er Jahre der erste weiße Schäferhund aus Amerika in Europa an. 1972 begann man da mit der Reinzucht in der Schweiz. 1982 zog Deutschland nach und seit 1989 werden diese schönen Hunde in Österreich gezüchtet. 1981 wurde dieser Hund im Schweizer Hundestammbuch als weißer Schweizer Schäferhund aufgenommen. 2003 vorläufig von der FCI als Hunderasse anerkannt und seit 2011 ist der weiße Schweizer Schäferhund offiziell von der FCI als Hunderasse anerkannt. Bevor ich jetzt kurz eintauche und ein paar Statements zu den fortgeschrittenen Kennern dieser Rasse abgebe, möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Liebe Zuseher, vertrauen Sie nicht immer zu sehr der Theorie. Die Theorie erzählt Ihnen oft viel Blödsinn. In der Praxis sieht es oftmals völlig anders aus. Beispiele: Rottweiler werden maximal 50 Kilo schwer. Hust. Labrador sind immer und stets Samtmäulchen. Hust. American Pitbull Terrier erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 30 Meilen pro Stunde. Das sind umgerechnet 48 km/h. Ich sage Ihnen dazu was, ja, zu dieser Theorie. Das muss gewesen sein Anfang der 2000er. Mein Freund besaß einen herrlichen Pitbull Terrier und wir kamen auf die Idee, die Geschwindigkeit bei diesem Hund zu messen. Auf der Donauinsel in Wien messen wir uns 100 Meter aus. Ich stellte mich ans Ende dieser 100 Meter. Mein Freund mit seinem Pitbull Terrier an den Beginn dieser 100 Meter Strecke, ich hatte eine Stoppuhr in der Hand und parallel zu mir stand die Freundin meines Freundes. Die lief weg, der Hund drehte am Rad, er hielt ihn an der Kette, Verzeihung, sprang und schrie wild zu seinem Freund nach. Ich gab ihm das Zeichen, der ließ den Hund los, ich
drückte den Knopf auf der Stoppuhr, der Hund schoss die 100 Meter entlang in 6,5 Sekunden. Das sind ausgerechnet eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 55 km/h. Also etwa 7 km/h höher als die Durchschnittsgeschwindigkeit angegeben ist, die Höchstgeschwindigkeit. Das American Pitbull Terrier theoretisch, man sagt ja auch, ein Greyhound soll diese 55 km/h über 3 km lang halten können. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Müsste man sich davon überzeugen. Muss immer aufpassen, da unten geht ein Hund. So viel zur Theorie. Man soll nicht immer alles glauben, was man liest. Ja. Es ist oftmals viel besser, liebe Zuseher, wenn man die Möglichkeit hat, sich von etwas praktisch zu überzeugen, dass man das auch tut. Ja. Dann kann man es glauben. Also oftmals wird hier gern erzählt, was gehört wird, ja, was dann mit der Praxis aber eigentlich gar nichts zu tun hat. Also ja, ich kann das belegen, ich lege meine Hand ins Feuer, ich schwöre Ihnen hier, Ihnen kein Angler-Latein zu erzählen. Wir maßen diesen Pitbull Terrier mit einer Geschwindigkeit von 55 km/h auf 100 Meter. Und jeder, der sich hier noch nicht selbst davon überzeugt hat, oder es kann sehr leicht sein, dass hier der eine oder andere sagt, glaube ich dir nie im Leben, glaube ich dir nie im Leben, ja, dann glauben Sie es mir halt nicht. Ich weiß, dass es so ist. So, was ich damit sagen möchte, ist, wie oft habe ich schon gelesen, die weißen Schweizer Schäferhunde seien absolute Mimöschen und Sensibelchen. Ich war in Foren von diesen Leuten zu Hause. Die sind ja seit etwa 89 in Österreich auch zu Hause. In 92 oder 93 war es, da haben mein Vater, ich und mein Onkel mit einem weißen Schweizer Schäferhund bei uns am Platz gearbeitet. Namens Rambo, ein Tophund, Unterordnung, Pferdenarbeit, Schutzarbeit. Von Mimöschen weit und breit nichts zu sehen. Hier in der Gegend treffe ich regelmäßig mit meinem Hund beim Spazierengehen auf 3 Schweizer. Auf 2 Langstockhaarigen und auf 1 Stockhaarigen. Und ich sage Ihnen was, auch die 3 haben vom Begriff Mimöschen oder Sensibelchen in ihrem ganzen Leben noch nie etwas gehört. Das sind absolut kantige, selbstbewusste, dominante, typische Schäferhunde und speziell bei der Hündin, wenn die bei uns vorbeigeht, kommt das ein oder andere scharfe Kommando, wenn sie zu sehr am Rad dreht. Das beutelt die ab von der Schulter wie ein Schneeflöckchen, das ist ihr völlig egal. Die nimmt das zur Kenntnis, okay, befolgt das, ist weder eingeschüchtert oder sonst irgendwas. Auch könnte ich mich an keine Situation erinnern, in welcher der Rambo, dieser stockhaarige weiße Schweizer, der mit uns gearbeitet hat, aufgrund von schärferen Kommandos irgendwie sensibel reagiert hat. Und ich habe schon so oft im Netz gelesen, nein, diese Hunde eignen sich für den Gebrauchshundesport weniger gut als der deutsche Schäferhund, denn kommen mit schärferen Kommandos nicht so klar und sind viel sensibler. Und boah, ich könnte nie einen weißen Schweizer halten im Vergleich zum Deutschen. Ich brauche das Harte vom Deutschen. Das ist doch ein Schwachsinn. Seien Sie mir nicht böse. Es mag sensible weiße Schweizer Schäferhunde geben. Aber es gibt sensible deutsche Schäferhunde auch. Also jeder, was hier sagt, nein, das stimmt nicht, seien Sie mir nicht böse. Ja. Aber man sollte schon bei der Realität bleiben. Die weißen Schweizer, die ich kannte, und ich kann nur von den Hunden sprechen, die ich kannte, waren alles andere als sensible Mimöschen. Glauben Sie mir das? Ja. Wie gesagt, nochmal, ich glaube auch Ihnen, wenn Sie mir sagen, Sie kennen nur Schweizer, die extrem sensibel sind, eventuell schreckhaft sind, zurückhaltend, scheu sind. Kann möglich sein, aber ich kenne keinen. Ich glaube Ihnen das aufs Wort. Ich kenne keinen. Für mich ist der weiße Schweizer Schäferhund nichts anderes als ein deutscher Schäferhund, der sich anatomisch eher in der gesunden Abteilung bewegt, während das die Showlinie der Deutschen bei Weitem nicht tut, die Arbeitslinie schon, der vielleicht vom Kopf her eher im Vergleich zum deutschen Schäferhund manchmal eher den Hündinnenkopf vorweist, während der deutsche Schäferhund, speziell die Rüden, einen etwas rüdenhafteren Kopf haben, auch oft die Hündinnen. Ja. Das und die Farbe, das ist für mich der Hauptunterschied. Dennoch habe ich mir die Arbeit gemacht und möchte hier ein Vergleichsvideo bringen. Aber ich gebe zu, es ärgert mich ein wenig, denn man kann aus allen eine Wissenschaft machen. Ja, ich sage Ihnen was, man kann aus einer rechten Geraden beim Kampfsport eine Wissenschaft machen. Eine rechte Gerade, glashart platziert und technisch brillant zu schlagen, ist alles andere als eine Wissenschaft. Aber es gibt Kampfsporttrainer, die schmücken das derartig aus, dass sie glauben, sie benötigen einen Doktor in Kernphysik, um eine rechte Gerade zu kapieren. Ja? Auch kann man aus Hunderassen eine Wissenschaft machen. Und wenn man sich in manchen Foren bewegt, wo weiße Schweizer Schäferhunde mit deutschen Schäferhunden verglichen werden, ja, dann glaubt man fast, wenn man sich das durchlässt, dass ein Malteser mit einem deutschen Schäferhund mehr zu tun hat, als ein weißer Schweizer mit einem Schäferhund. Ja? Das war für mich eine Wohltat, als ich in einen so einer Foren einen Besucher lesen konnte, der reinschrieb, was habt ihr alle? Ich habe jetzt mein zweites parallel miteinander lebendes Pärchen von weißen und deutschen Schäferhund und beide Hunde sind charakterlich völlig ident.
Das war eine Wohltat für mich, ja, als ich das gelesen habe. Ja, also nochmal, selbstverständlich gibt es sensible weiße Schweizer, selbstverständlich gibt es auch sensible deutsche Schäferhunde, es gibt harte weiße Schweizer, es gibt harte deutsche Schäferhunde. Ja, das ist meine Meinung. Sie können mich gern kritisieren, deswegen, das ist meine Meinung, ich spreche gern aus der Praxis. Die Theorie ist sehr wichtig, gar keine Frage, ohne Theorie wüssten wir gar nichts, aber die Praxis ist für mich mehr wert. Meine Praxis sagt mir, Mimöschen, Sensibelchen, ich kenne sensiblere und Hunde, die eher Mimöschen sind als weiße Schweizer. Kommen wir mal zum Vergleich und dieses Mal machen es wir komplett, aber wirklich total hart. Sie wollen den Vergleich? Sie bekommen den Vergleich. Gut, Größe und Gewicht. Beide Hunde unterscheiden sich laut Rassestandard um 1 cm. Hier wird der weiße Schweizer mit 66 cm Schulterhöhe angegeben und bis zu 40 Kilo Gewicht. Der deutsche Schäferhund mit 65 cm bis zu 40 Kilo Gewicht. Und auch hier kommt wieder die Praxis ins Spiel. Wissen Sie, wie viele deutsche Schäferhunde ich schon gesehen habe mit 71 cm Schulterhöhe? Der eine stockhaarige weiße Schweizer, was bei uns vorbeiläuft, ist größer als mein Hund. Und mein Hund hat 65 cm Schulterhöhe. Dieser weiße Schweizer ist mit Sicherheit so ein Stück größer. Bewegt sich also auch schon auf die 70 cm zu. Aber sagen wir mal, Größe und Gewicht hätte der weiße Schweizer Schäferhund 1 cm mehr Schulterhöhe. Also Größe und Gewicht gewinnt der weiße Schweizer Schäferhund. Fellpflege. Das gibt es sowohl beim weißen Schweizer Schäferhund wie auch beim deutschen Schäferhund. Stockhaarige und langstockhaarige Hunde. Also Fellpflege, da kann niemand gewinnen. Weniger intensiv zu pflegendes Fell Stockhaar, mehr intensiv zu pflegendes Fell Langstockhaar. Ex aequo, unentschieden. Fellpflege, weißer Schweizer und deutscher Schäferhund, unentschieden. Bewegungsdrang. Wir machen es hier auf die harte Tour. Ja, normalerweise gibt es hier einen Unentschieden, das ist ein und derselbe Hund. Ja. Aber beim deutschen Schäferhund gibt es eine spezielle Arbeitslinie, die es vielleicht beim weißen Schweizer noch nicht gibt. Wobei der Weißer auch seit den 90ern wieder im wirklichen harten Arbeitsmodus drinnen ist, sprich Obedience. Na gut, das gab es, glaube ich, in den 90ern noch nicht. Mantrailing, klassischen Gebrauchshundesport und so weiter. Das heißt, das sind auch seit den 90ern schon wieder wirkliche Arbeitshunde. Ja? Genauso wie ihre deutschen Verwandten. Dennoch gibt es diese typische Working Line, wie sie bei den deutschen Schäferhunde gibt, beim weißen Schweizer meiner Erkenntnis nach nicht oder noch nicht. Oder vielleicht gibt es sie. Ich kenne keine. Aber wenn wir wirklich hart auf hart gehen, Sie wollen einen Vergleich, ich gebe ihn Ihnen, dann sagen wir, beim Bewegungsdrang gewinnt der deutsche Schäferhund. Denn speziell die Arbeitslinie des deutschen Schäfers entwickelt sehr viel Pfeffer. Und im Vergleich zu den Nicht-Arbeitslinien des deutschen Schäfers und zum Weißen vielleicht schon merkbar mehr Pfeffer, mehr Bewegungsdrang. Also Bewegungsdrang, bitte sehr, gewinnt der deutsche Schäferhund. Leistungsfähigkeit. Auch hier machen wir es ganz hart. Ich werfe beim deutschen Schäferhund sowohl die Showlinien wie auch die Arbeitslinien in den Topf und vergleiche sie zu den weißen Schweizer Schäferhunden. Und wenn wir das durchmischen, dann haben wir hier klar erkennbar mit dem weißen Schweizer Schäferhund den leistungsfähigeren Hund. Wieso? Weil die zu 99% alle gerade Rücken haben. Beim deutschen Schäferhund ist das nicht so. Da haben den geraden Rücken nur die Arbeitslinien. Die Showlinien sind Hyänen. Ja, Hyänen, Sie haben mich schon richtig verstanden. Ich bin jetzt in Fahrt, also sage ich, was ich mir denke. Also würde ich sagen, ist generell gesehen der weiße Schweizer der leistungsfähigere Hund. Auch wenn Sie bei den Arbeitslinien beim deutschen Schäferhund Hunde dabei haben, die ihn leistungstechnisch schlagen würden. Aber ich werfe hier die ganze Palette an deutschen Schäferhunde hinein. Also bitte sehr, Leistungsfähigkeit gewinnt der weiße Schweizer Schäferhund. Thema Wach- und Schutzhund. Hier machen wir es genauso wie bei der Leistungsfähigkeit. Ich würde sagen, dass der deutsche Schäferhund und der weiße Schweizer Schäferhund generell exzellente Wach- und Schutzhunde sind. Beide. Ja, beide. Aber der deutsche Schäferhund einen Vorteil durch diese spezielle Arbeitslinie hat, die klar erkennbar etwas mehr Pfeffer hat als die Showlinie und auch mehr Pfeffer inne hat als der normale Schweizer. Also würde ich sagen, im Gesamten gesehen, Wach- und Schutzhund, der bessere, der deutsche Schäferhund. Hundesport. Tja. Ich verfluche dieses Vergleichsvideo schon jetzt. Da muss ja unentschieden gehen. Da bleibt mir nichts über.
Seit den 90ern wird mit dem weißen Schweizer Schäferhund in Europa schon wieder gearbeitet, regelmäßig gearbeitet. Sie haben diesen Hund auf in Rettungshundestaffeln. Sie haben diese Hunde in diese Hunde werden als Therapiehunde eingesetzt, sind gut drauf beim Obedience, beim Mantrailing, bei der klassischen beim klassischen Gebrauchshundesport und genauso der deutsche Schäferhund. Ja, wem soll ich hier gewinnen lassen? Das sind Hunde, die sich anatomisch 1:1 ähneln, wenn sie ja arbeitstaugliche Hunde sind. Wenn man mit einem Schäferhund mit derartig abfallenden Rücken können sie am Gebrauchshundeplatz sowieso ja nichts reißen, nichts tun. Hier gebe ich wieder einen Unentschieden. Hundesport, egal welche Art, es sind beides Top-Allrounder, sowohl der weiße Schweizer als auch der deutsche Schäferhund. Ja, absolut unentschieden. Unentschieden. Wohnungshaltung. Schweizer und deutsche Schäferhund sind beide für die Haltung in der Wohnung geeignet. Unentschieden. Familientauglichkeit. Sowohl der Schweizer als auch der deutsche Schäferhund sind beides absolut fantastische Familienhunde. Hier gebe ich auch einen Unentschieden. Ich habe genug von diesem Haken. Sie merken schon, dieses Video regt mich ein wenig auf. Ich sage es Ihnen nochmal, weil es so ist, dass viele Leute, weil sie stolz auf ihren Hund sind, ja, den in einer gewissen Art und Weise absondern wollen von was anderes. Sie können ja auf einen weißen Schweizer auch stolz sein, ja, wenn sie sagen, ja, es ist eigentlich nichts anderes als ein weißer Deutscher mit gesünderer Anatomie. Aber jetzt aus diesem Hund eine charakterlich völlig andere Hunderasse zu erklären, ja, das ist lächerlich für mich, ja. Also, da draußen rennen wahrscheinlich 1000 weiße Schweizer herum, würden sie die schwarzbraun anmalen, ja. Gehen die charakterlich überall als deutscher Schäferhund durch. Ist so. Wenn sie sagen nein, glaube ich es ihnen nicht. Ist so. Ja. Also, was haben wir für Unterschiede? Tja, ja. Hauptunterschiede natürlich. Die Fellfarbe, das ist der Hauptunterschied. Die Rückenbeschaffenheit. Der abfallende Rücken, der oftmals bei diesen Scholinen der deutschen Schäferhunde gefordert wird, weil die krank sind, die Leute, die das fordern, ja, der gilt beim weißen Schweizer als Fehler. Und das ist ein riesengroßer Vorteil. Also, Rückenbeschaffenheit beim weißen Schweizer gerade. Das ist ein anatomisch sehr gesunder Hund. So wie es die Working Lines, die Arbeitslinien des deutschen Schäferhunds sind. Und außerdem würde ich sagen, dass die dritte auffallende Ähnlichkeit ist für mich, dass der weiße Schweizer oftmals einen etwas hündinern ähnlicheren Schädel hat, Kopf hat, auch wenn es ein Rüde ist. Dass hier der Kopf von deutschen Schäferhunden oftmals mehr markanter ist. Ja? Ich möchte nicht sagen größer, aber ja, das ist vielleicht eine Sache, wo ich sage, okay, Kopfform unterscheidet sich ein klein wenig. Ja? Ist aber auch. Ich bin mir sicher, dass es weiße Schweizer gibt, die genauso markante, rüdenhafte Köpfe haben, ja, wie es schöne, kapitale deutsche Schäferhunde haben. Beide sind absolut exzellente Schutzhunde, absolute Allrounder-Top-Gebrauchshunde. Ja, und verstehe nicht, wenn ihr es gibt ja Webseiten, wo die Züchter der weißen Schweizer besonders betonen, wie geeignet der weiße Schweizer für den Gebrauchshundesport zum Beispiel ist. Andererseits hörte ich aber, ist noch nicht lange her, von einem Besitzer eines weißen Schweizers, dass sein Züchter sagte, dass der weiße Schweizer eher weniger für klassischen Gebrauchshundesport geeignet ist als der deutsche Schäferhund. Das verstehe ich nicht. Also das verstehe ich nicht. Wie kann das ein Züchter eines weißen Schweizers selbst sagen? Das geht mir im Kopf nicht rein. Ja, ja, aber ist so. Ja, gut. Also, Top-Allrounder, absolut super Sportler, wunderschön, herrliche Familienhunde, was soll ich Ihnen sagen? Für mich gilt für den weißen Schweizer dasselbe wie für den deutschen Schäferhund. Ja, ich weiß, dieses Video ist eher emotional, aber mich regt diese Sache enorm auf. Ja, da gibt es so viele Doktor, Professoren, die was da Dinge erzählen. Ja. Meiner Meinung nach sollten viel mehr Leute die Praxis suchen. Ja. Die Theorie etwas außen vor lassen. Ja, egal. Ja. Wenn Sie mich fragen, für welchen dieser beiden Schäferhunde ich mich entscheiden würde, würde ich sagen, ich entscheide mich für den osteuropäischen Schäferhund. Verzeihen Sie mir den Scherz, aber ja, das ganze Video ist ja. Ich würde mich für den deutschen Schäferhund entscheiden, würde mich für eine Arbeitslinie entscheiden. Und der einzige Grund ist der, da mir farbige Hunde besser gefallen. Aus. Der weiße Schweizer, ein herrlicher Schäferhund, ein typischer Schäferhund.
Ein Schäferhund, der, wenn er erwachsen ist, mutig, selbstbewusst, eine gesunde Dominanz vorweist, lernwillig ist, einen Will-to-Please hat, ausgeprägten Wach- und Schutztrieb besitzt, ein Top-Familienhund ist, ein Top-Allrounder. Ein Wahnsinnshund, aber erst schneeweiß. Mir gefallen farbige Hunde besser. Das ist der einzige Grund. Ansonsten sind das für mich ein und derselbe Hund. Das ist meine Meinung. Dabei bleibe ich. Und wenn ich etwas sage, sage ich es erst dann, wenn ich davon felsenfest überzeugt bin. Und das gilt für alle Dinge. Wenn ich auf einen Fehler draufkomme, dann versichere ich Ihnen, bessere ich das aus, erneuere das Video oder erwähne das in einem anderen Video. Das war das Vergleichsvideo zwischen weißen Schweizer. Ich weiß, ich habe mich da etwas reingetigert, aber manche Dinge regen mich einfach auf. Was soll ich tun? Ich sage Ihnen noch was, liebe Besitzer des weißen Schweizer Schäferhundes. Ja? Seien Sie sich versichert, Sie haben einen echten Schäferhund. Ich weiß nämlich, dass es Besitzer gibt, die daran zweifeln. Brauchen Sie nicht. Das ist ein purer Schäferhund, genauso wie der Deutsche. So, jetzt mache ich Schluss. Ich bin da in einem Jagdrevier, stehe vor einem Hochstand. Die Kamera ist bei einem Hochstand montiert, bei der Schussauflage, also wo die Jäger das Gewehr drauflegen. Und der Jäger darauf kommt, was machst du denn da? Ja, muss ich mit ihm streiten. Ja, gut. Hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Hoffe, ich habe Sie nicht verschreckt, war nicht böse gemeint. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ich habe mich heiser geredet. Ja. Das war's schon wieder.